Meine lieben Fische, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr die Zeit findet, dass ihr eingeschaltet habt, dabei seid, wenn wir jetzt in die kommenden 7 Tage zum Thema Liebe für euch schauen. Bitte bedenkt allgemeine Legung aus der Kollektivenergie, was bedeutet, nicht jeder von euch wird zu 100% mit dieser Legung in Resonanz gehen, denn jeder von uns steckt gerade in seiner ganz eigenen Lebenssituation und geht seinen ganz eigenen Weg. Personenkarten sind geschlechterneutral in den allgemeinen Legungen. Also wenn ich von der Königin, den König spreche, bitte dreht es euch so hin, dass es für euch passend und stimmig ist. Des Weiteren kennt das Universum Zeit nicht, wie wir sie rechnen. Was bedeutet, wenn ihr dieses Video startet, dann beginnen die 7 Tage zu laufen. Dann soll euch diese Botschaft auch erreichen. Gut. Wir schauen einmal in euer Herz, in eure Seele. Bitte fühlt auch hinein. Wenn ihr auf ein Gegenüber schaut, sind das die Botschaften von ihm für dich oder sind diese Botschaften für dich gehalten? Da müsst ihr jetzt reinfühlen. Das kann auch individuell sein. So, erst einmal mit dem Seelenreich-Orakel in dein Herz, in deine Seele. Was wollen die beiden dir mit auf den Weg geben für die kommenden 7 Tage. Da hätte ich gern eine Botschaft. Und da haben wir sie schon. Die Zeit von Demut und Reue endet. Vergib dir und beginne dich so zu lieben, wie du bist. Ja, bei einigen von euch schlechtes Gewissen. Oder das Grübeln über verpasste Gelegenheit. Habe ich richtig gehandelt? Hätte ich so oder so reagieren sollen? Wie hätte ich anders reagieren können? Was wäre anders gelaufen, wenn? Fragen über Fragen. Diese Fragen sollt ihr jetzt beenden. Sie bringen euch nicht weiter. Ihr könnt das Vergangene nicht beeinflussen. Das ist, wie es ist. Jetzt geht es darum, etwas aus dem zu machen. Nicht mehr in der Vergangenheit festzuhalten, sondern die Zukunft aktiv mitzugestalten. Des Weiteren sagt die Karte dir, du bist genau richtig, wie du bist. Hör doch mal zu zweifeln auf. Du bist ein liebenswerter Mensch. Schau in den Spiegel jeden Morgen und sag dir, ich bin einzigartig, ich bin wundervoll, ich bin genau richtig so, wie ich bin. Das ist ganz wichtig für euch zu erkennen. Kopf hoch, Krone richten, weiter marschieren, was war, war. Jetzt gehe ich den Weg, so wie ich ihn gehen möchte. Welche Göttin möchte sich euch noch offenbaren? Irene, ich bin im Frieden mit mir und meiner Umgebung. Das passt herrlich zu dieser Karte. Ich bin im Frieden mit mir. Das ist eure Aufgabe. Im Frieden mit dir sein heißt auch zufrieden mit dir zu sein. Mit der Situation, wie sie jetzt ist und daraus etwas gestalten. Ich bin gespannt, was sagen die Tarotkarten für die kommenden 7 Tage. Was darf ich da berichten? Was tut sich in der Liebe mit eurem Wunschpartner oder auch für euch Singles? Was tut sich da? Hätte ich gerne 4 Energien, 4 Botschaften. So, wir haben die Schlange, der Bär, den Kompass und die Sense. Bei einigen von euch Dreiecksgeschichte, da gibt es noch eine Schlange, eine Rivalin, ein Rivale.
Sieht aber ganz so aus, als würde euer Herzmensch diese Person hinter sich lassen, denn sie liegt hinter ihm. Der Bär ist eine starke Persönlichkeit. Da weiß jetzt jemand, was er will. Der Bär ist auch die Karte für eine Seelenverbindung, für eine starke Verbindung. Der Bär schaut auf den Kompass, was bedeutet, er möchte seinen Weg finden. Du möchtest vielleicht auch deinen Weg finden, hast noch jemand hinter dir zu lassen, komplett abzuschließen. Die Sense mit der stumpfen Seite auf den Kompass verstärkt diese Karte, was bedeutet, du bist auf der Suche nach dem richtigen Weg für dich. Für euch Singles, da gab es jemand, das ist abgeschlossen, ist vorbei und du bist gerade so auf deiner Orientierungssuche. Du weißt noch nicht so wirklich, wo willst du hin, möchtest du überhaupt wieder in eine Beziehung, da bist du noch am richtigen Weg suchen. Wir schauen mal weiter, was ich auf die Schlange legen darf. Es kann aber auch sein, dass die Schlange in dem Fall der lange Weg ist, der zwischen euch schon abgelaufen ist. Ja? Dass ihr schon eine ganze Weile euch manchmal im Kreis dreht, dann keinen Kontakt habt, dann wieder Kontakt habt. So ein Hin und Her, das soll auch in der Vergangenheit bleiben. Das liegt auch hinter euch. Was darf ich dazu noch für Botschaften überbringen? Auf den Kompass, Dankeschön, und auf die Sense noch eine. Danke. Die Lilien, die Wolken, das Hindernis und das Glück. Ja, die Lilien ist auch eine Karte für Harmonie. Die liegt bei euch vielleicht gerade im Dunkeln. Es wird nicht richtig erkannt. Die Harmonie ist im Moment nicht da. Da ist ein Hindernis im Weg. Ein Hindernis, von dem der Weg darum herum gerade gesucht wird mit dem Kompass, damit das Glück ins Wachstum gehen kann. Damit euer Glück sich vermehren kann. Im Moment ist die Harmonie bei euch gestört. Da ist eine Blockade im Weg. Vielleicht ist da auch Stillstand, auf jeden Fall ein Hindernis in Sicht. Ich sage aber immer und merkt euch diesen Satz für alle Hindernisse in Anführungszeichen. Hindernisse sind nur Umwege auf dem Weg zu deinem Ziel. Also im Moment die Harmonie zwischen euch gestört, keine klare Sicht, wie es weitergeht. Die Sonne scheint aber auf das Hindernis, was sehr, sehr schön zeigt, da ist ja eine Lösung in sich, da wird geschaut, muss ich oben drüber, kann ich außen drum, kann ich irgendwie zwischendurch, damit das Glück wieder wachsen kann. Und das gilt auch für euch Singles. Bei euch ist die Harmonie, was die Liebe betrifft, auch gerade, naja, sagen wir mal im Argen. Ihr seht da verschiedene Hindernisse vielleicht, weil die letzte Beziehung nicht so prickelnd war. Und diese Hindernisse halten euch aber von eurem Glück ab, wenn ihr nicht den Kompass benutzt und den richtigen Weg für euch findet. Eine Karte auf das Klee hätte ich gerne noch. Wie geht es denn noch weiter mit diesem Hindernis? Dankeschön. Der Reiter, oh, die Blumen, du und der Anker. Wow, das ist doch mal eine Message. Der Reiter überbringt
Die guten Nachrichten, die liegen hier. Ist aber auch eine schnelle Energie. Da tut sich ganz schnell etwas. Da kommt eine Nachricht zu euch ins Haus geflattert, denn ihr seid ihr seid als Personenkarte gefallen und schaut auf die Verankerung. Was bedeutet das im Klartext? Es kommt eine Nachricht rein, eine Einladung. Die Blumen sind Wachstum, Schönheit. Der Reiter, schnelle Energie. Da kommt eine schnelle Nachricht auf euch zu, die mit euch zu tun hat, logischerweise, und die das hier in die Stabilität bringt. Der Anker ist Stabilität. Da wird etwas verankert, damit es nicht mehr davon schwimmen kann. Jetzt schauen wir uns die Tarotkarten dazu an, denn wie in meinen persönlichen Legungen auch, lasse ich mir die Lenormand-Karten immer von den Tarotkarten bestätigen, denn ich habe eine gewisse Verantwortung euch gegenüber und möchte das immer bestätigt haben, was die geistige Welt da so gesagt hat, beziehungsweise ob ich, das sind zu viele, ob ich sie richtig gedeutet habe. Eine Karte bitte auf den Reiter, die Lilien und die Schlange. Was darf ich dazu als Klärungskarte erhalten? Auf die Einladung euer Gegenüber. So, die ist als fünfte Karte gefallen, die behalten wir auch. Ja, das war, ich drehe die immer noch um, brauche ich ja gar nicht mehr. Das war die Situation, ja. Vielleicht auch mit dieser Schlange hier oben, mit der Rivalin bei einigen oder mit dem langen Weg. Man hat sich gefangen gefühlt in der Situation. Ihr seht hier die Schnüre, die diese Frau festhalten. Vor lauter Gedanken, gehe ich rechts, gehe ich links. Gar keine Sicht mehr, gar keine Idee mehr. Man fühlt sich im Kopfkino gefangen. Man träumt davon. Man träumt davon, diesen Berg zu umschiffen. Man hat sich schon einen Plan zurechtgelegt, sitzt aber noch da und schaut raus. Gehe ich nicht. Aber das ist der Wunsch. Da soll es hingehen. Der Kompass zeigt euch oder ihm den Weg zu dir. Der Stern ist die klare Sicht und die Wunscherfüllung. Was genau bestätigt, hier sind noch die Hindernisse, der lange Weg, die Rivalin sich gefangen fühlen, dann kommt Bewegung rein. Und hier geht es darum, es in Erfüllung zu bringen. Und die letzte Karte, ja, the winner ist die Siegeskarte. Da kommt Bewegung rein. Da kommt eine Erkenntnis rein. Da findet jemand seinen Weg oder ihr findet euren Weg, um ans Ziel zu kommen, an die Wunscherfüllung, die auch noch den vollen Erfolg mit sich bringt. Für die Singles unter euch, hin und her gerissen, lasse ich mich drauf ein oder nicht. Ihr träumt davon, ihr träumt von einer Beziehung, von Festigkeit, was der Anker sagt, von Stabilität. Das ist euer Traum. Geht raus, ihr werdet Erfolg haben. Und die letzte Karte, die vier der Stäbe, die diese Lebensfreude widerspiegelt, dieses Feiern, dieses Spaß haben, dieses Draußensein, dieses Miteinander. Das sind super schöne Karten für euch, meine Lieben. Das ist echt mal eine tolle Botschaft. Jetzt schauen wir noch, welche Energie wird euch begleiten auf dem Weg oder euer Gegenüber. Wie gesagt, da müsst ihr reinfühlen. Zwei Energien. Überwinde deinen Stolz. Ja, vielleicht muss euer Gegenüber oder ihr euren Stolz überwinden, weil es da Rückzug, weil es vielleicht Verletzungen gab. Vielleicht fühlst du dich in deinem Stolz ein Stück weit gekränkt, weil er sich nicht gleich für dich entschieden hat, weil es eben diesen langen Weg gab. Dann schluck ihn runter. Und geh durch deinen Ärger, das ist genau das, was darauf aufbaut. Schluck den Ärger, den Stolz herunter.
Wenn dir jemand die Hand reicht, wenn du es möchtest, wenn du noch was empfindest, bei jedem von euch ist was anders vorgefallen, dann nimm dich zurück. Ruhe und Frieden. Oder wie hat sie das gesagt? Ich bin im Frieden mit mir und meiner Umgebung. Das bedeutet auch verzeihen, sich zu verzeihen, dem anderen zu verzeihen, diese Chance hier zu nutzen. Welche Botschaft hat das Universum an euch? Ich bin die liebende Kraft des Universums. Die liebende Kraft des Universums, die alles umsetzen kann, sofern es mit positiven Schwingungen und Liebe geschieht. Welcher Engel begleitet euch in den kommenden 7 Tagen? Da hätte ich gern ein Engel für meine Fische. Wer ist bei euch? Engel des erholsamen Schlafes, lass den Tag hinter dir, ich wiege dich in den Schlaf. Ihr habt Ruhe nötig, Ruhe und Frieden, Dinge loslassen. Vielleicht seid ihr durch die ganze Situation auch total ausgepowert und müde, weil so viel Kopfkino war, schlaflose Nächte, ihr euch viel zu viel Gedanken über Vergangenes, über Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie ihr es gerne gehabt hättet, gemacht habt. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr lächelt, ich hoffe, ihr habt jetzt wieder Mut, ihr seht, da tut sich etwas. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, in die Kommentare schreibt, wenn ihr in einer Situation seid, bei der ihr euch noch so fühlt, Fragen habt, dürft ihr gerne entweder unten in die Infobox klicken. Dort findet ihr meine WhatsApp-Nummer beziehungsweise gleich im Abspann findet ihr sie auch. Kontaktiert mich, schreibt mich an. Ich freue mich auf euch. Wir telefonieren, besprechen, wie ich euch begleiten darf, was ich für euch tun kann. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe, ganz viel Licht, ganz viel Glück und dass es genau so für euch kommt, wie es hier liegt. Bis dahin, tschüss, eure Aurora.